Hier ist wieder Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug oder der letzte Kreuzzug und Indiana Jones. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen nachgeforscht, ich habe ein bisschen rumprobiert, ich habe ein bisschen Komplettlösungen gelesen, weil mir das ganze Schloss ein bisschen auf die Nerven ging. Euch wahrscheinlich auch, die letzten paar Folgen ist ja nicht allzu viel passiert. Es gibt ja hier diesen tollen Stein. Wie man sieht, ist der überhalb des Fensters angebracht. Und er ist so hoch, dass Indiana Jones nicht dahin kommt. Was ist also die logische Erklärung dafür, wie man diesen Stein benutzen kann? Richtig, man geht in den Raum hinein. Man beachte, das Fenstersims draußen ist ganz knapp unterhalb der Unterkante des Fensters. Das hier dürfte einen guten Meter tiefer sein. Der Stein müsste eigentlich irgendwo hier oben sein. Innen drin ist er aber komischerweise da unten. Und lustigerweise, total logisch, kommt Indy von innen dran an den Stein, der wohl derselbe Stein wie außen sein soll, aber komischerweise der drin tiefer hängt. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass die Rätsel in diesem Spiel sehr logisch aufgebaut und sehr logisch zu lösen sind. So, es gibt zwei kleine Neuerungen oder zwei kleine Änderungen in dieser Folge. In dieser Folge wird ein ab dieser Folge sich bewährt. Erstens, ich nehme in einer noch höheren Auflösung auf. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich den High-Quality-Filter eingeschaltet habe, der bisher auf doppelter Auflösung läuft. Jetzt läuft er auf dreifacher Auflösung. Und die andere Neuerung ist ein anderes Aufnahmeprogramm. Ich habe ja erwähnt, ich hatte Audioprobleme auf dem einen Computer. Und deswegen habe ich jetzt ein anderes Aufnahmeprogramm ausprobiert und das scheint zu funktionieren ohne Audioprobleme. Allerdings werde ich jetzt erstmal nur eine Folge damit aufnehmen, um zu gucken, ob es hier funktioniert, ob ich mich darauf verlassen kann oder nicht. Genau. Also wenn euch irgendwas jetzt negativ auffällt, irgendwas blöd ist, dann schreibt mir das bitte, damit ich da entsprechend weiterforschen kann nach anderen Programmen, nach anderen Möglichkeiten zur Aufnahme. Ja, was ich vielleicht noch erwähnen sollte, das wird später noch interessant. Ich war zwischenzeitlich unten in der Küche und habe den Pokal mit Bier gefüllt. Also ich habe den letzten Speicherstand nochmal geladen. Das war in dem Raum mit dem Medikit. Bin raus, habe die Wache besiegt, habe ungefähr ein Viertel der Ausdauer behalten, also lief eigentlich einigermaßen gut. Bin in die Küche, habe den Pokal mit Bier gefüllt, bin wieder hoch und dachte mir, das ist so ätzend und langweilig, die ganzen Laufwege, das muss ich nicht zeigen. Wofür das ist, werdet ihr noch gleich sehen. Und da ist der Vater von Indy. Wir haben ihn gefunden. Also los, dann retten wir ihn. Na komm, aus dem Fenster. Doch, das erwarte ich. Du enttäuscht meine Erwartungen wieder. Na, was heißt wieder? Na, schon wieder. Ich meine, erstens, er hat sich entführen lassen. Das ist ziemlich enttäuschend. Zweitens, er hat seine Zimmerpflanze Chuck benannt. Das finde ich auch nicht so. Naja. Mist. Ich glaube, der Schlüssel wird hier wahrscheinlich nicht passen. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe das bis hier ungefähr noch ein kleines bisschen weiter. Deswegen auch den Pokal. Den Pokal mit dem Bier habe ich auch schon ausprobiert. Bis dahin habe ich es ein bisschen getestet, damit ich weiß, wie es funktioniert. Und ich gehe jetzt einfach mal hier. Oh, das ging schnell. Das kannte ich noch nicht. Ich gehe jetzt wieder hoch zu Chuck. Nee, nicht Chuck. Chuck ist die Pflanze. Zu dem Biff. Biff, dem fetten Schläger. Weil, egal was man dem sagt, habe ich auch schon einiges durchprobiert. Egal was man dem sagt, der wird auf jeden Fall losprügeln. Und angesichts der Schlagkraft und der geringen Ausdauer von Indy ist dieser Kampf vermutlich ziemlich unmöglich. Aber es gibt eine einfache Möglichkeit, ihn zu umgehen. Beziehungsweise nicht zu umgehen, sondern zu gewinnen. Nämlich im Gegensatz zu den ganzen Soldaten ist Biff nicht ganz dem Alkohol abgeneigt. Und obwohl er so groß und kräftig ist, verträgt er doch einiges. Den Krug Bier könnte ich versuchen, dann ist er allerdings weg.
Den trinkt er, zerstört ihn, ist ihm nicht genug. Danach steht er immer noch da und kann kämpfen. Den würde ich aber gerne behalten. Vielleicht wird er danach irgendwann nochmal nützlich. Wer weiß. Deswegen werde ich ihm gleich den Pokal geben. Im Prinzip macht er mit dem Krug genau das gleiche wie mit dem Pokal. Deswegen ist da jetzt nichts groß, was man zeigen könnte. Ja. Das lädt. Genau so. Biff, ich darf hier nicht rein. Und, was? Ach, verdammt, das ist die falsche Kleidung. Das habe ich verpennt. Ja, yep, ich stelle das Ganze nochmal kurz nach und dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich wieder. Da sind wir wieder, da bin ich wieder. Wieder oben in der oberen Etage, in der Umkleide. Benutze Karuniform irgendwie. Habe ich die Steuerung mit dem Klick immer noch nicht so ganz raus. Also im Prinzip genau das gleiche gemacht wie eben. Die drei Fenster außen abgeklappert, den Schrank aufgemacht, keine Ahnung, 70 Mark oder so, 75 Mark eingesteckt. Kurz mit dem Dad geredet, versucht die Türen aufzumachen, hat nicht geklappt. Bloß dann jetzt halt hier auf dem Weg dahin bin ich dann nochmal kurz da rein, um die richtige Uniform anzuziehen, damit der hier nicht sofort losschlägt. Und wie schon erwähnt, ich weiß, wie man ihn umgehen kann. Es gibt nämlich genau drei Möglichkeiten. Nee, eigentlich nicht. Es gibt 1, 2, 3, 4 und die ganzen Items. Egal was, es sind alles Möglichkeiten, wie man ihn dazu bringt, zuzuschlagen oder zumindest nicht ihn nicht durchzulassen. Krug kann er trinken, bringt aber nichts, also gebe ich ihm gleich den Pokal. Hier, nimm doch ein Bier, trink doch mal so eine doppelte Maß Bier. Ah, so ein dicker Kerl wie du, da verträgt doch was. Komm, zieh runter, zieh. Also, Biff ist immerhin einer, der nichts gegen ein Schlückchen Bier im Dienst hat. Das ist zwar eigentlich ziemlich schlecht für seine Vorgesetzten, für ihn wahrscheinlich auch, langfristig, wenn es irgendwann rauskommt, dass der im Dienst getrunken hat und deswegen nicht richtig aufpassen konnte. Aber für Indy ist das super, weil, das Schöne ist nämlich, der hat zwar noch die fette Schlagkraft, aber eben nur noch so ein bisschen Ausdauer. Und da reicht ein Schlag und er ist weg. Damit wäre dieses Problem beseitigt. Hat leider nichts dabei. Schade. Ja, dieses Problem ist dann aus dem Weg geschafft. Und da unten läuft eine Wache. Ja, man kann sich schon denken, hier oben sind die drei Zellen. Ja, da sind ja auch die Fenster von außen gewesen. Bloß sind die Türen natürlich nicht nur von innen, sondern halt leider auch von außen verschlossen. Das ist ziemlich blöd, weil den Schlüssel habe ich immer noch nicht. Und da ich ansonsten das ganze Schloss durchsucht habe, muss der ja eigentlich da unten liegen. So, jetzt ist da die Wache. Man kann sie umgehen. Das würde ich gerne mal versuchen, weil ich gar nicht mehr genau weiß, wie ich mit der reden muss, damit sie mich nicht... Ich glaube, ich weiß es wieder, aber ich versuche sie einfach mal zu umgehen. Kann ja nicht schaden. Ich glaube, das war blöd. Jetzt läuft sie mir direkt entgegen. Wenn ich aus dem anderen Raum rauskomme, ist sie dann direkt da. Deswegen warte ich jetzt kurz, bis sie in diese Richtung zurückkommt. Und dann verschwinde ich kurz, bevor sie mich erreicht. Dann sollte ich nämlich, wenn ich dann auf der anderen Seite rausgehe... verdammt. Okay, das hat nicht geklappt. So viel dazu. Habe ich mir wieder zu viele Gedanken gemacht. Okay, das hier ist dann wohl Siegfried, ne? Also. Das hat bei der Wache unten geklappt. Die hat uns dann verraten, dass Siegfried hier oben die Freigabe hat für die Befehle, für die neuen Befehle oder für die geheimen Dokumente. Das ist zwar blöd, weil ich jetzt eigentlich das vorzeigen müsste, aber Indy kann das natürlich ausnutzen und so tun, als würde er ihn kennen oder wäre beauftragt, zu ihm zu kommen. Und damit steigert natürlich dann seine Glaubwürdigkeit bei dem Soldaten, sodass der ihn einfach in Ruhe lässt und ihm nichts Böses will. Das ist ziemlich gut. Ziemlich lächerlich. Ich meine, sie dürfen hier nicht durch. Sind sie Siegfried? Ach so, ja, sie dürfen passieren. Das hier ist der andere Raum nebendran.
Auch hier war wieder ja gerade in einem anderen Raum neben dran, so eine Treppe nach unten, obwohl die im gleichen Stockwerk sind. Ist ein bisschen komisch, aber kennen wir ja schon. Hat nichts zu bedeuten. Hier drin gibt's nichts. Das ist wahrscheinlich tatsächlich einfach nur dafür da, dass man die Wache umgehen kann. Wenn man nicht weiß, wie man mit ihr reden soll, wenn man nicht mit ihr reden will und wenn man auch nicht mit ihr kämpfen will. So, was gibt es denn hier hinten noch Schönes? Werden wir gleich sehen. Ich hoffe, hier ist keine Wache. Das wäre blöd. Wie es aussieht, leerer Raum. Ein Fenster. Kann man da raus? Nein, kann man nicht. Dann gibt es hier wohl irgendeinen losen Stein oder so. Nee. Das ist einfach nur so ein Zierderaum. Es gibt ja erstaunlich viele Räume, die nicht besetzt sind oder die keine besondere Funktion haben in dem Schloss. Das ist interessant. Eigentlich würde ich denken, dass sie das alles so irgendwie benutzen wollen. Na egal. Hier gibt es einen silbernen Schlüssel und es gibt ein Fenster. Ja, und den Durchgang nach draußen. Schauen wir nochmal den Schlüssel an. Sieht aus wie der Schlüssel zu einer Tür. Was das wohl zu bedeuten hat. Nimm ihn an dich. So, das sind Fenster. Kann man nicht öffnen. Und auf der anderen Seite. Oh, auf der anderen Seite ist Elsa. Bei den Nazis. Hat sie etwa Verrat begangen? Oder stand sie von Anfang an auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Könnte noch interessant werden. Das ist hier drüben. Hier drüben ist er dann draußen mit den Nazis. Die gute Elsa Schneider. Klingt auch so ein bisschen deutsch, der Name, ne? Vielleicht ist hier auch ein Nazi-Spion oder so. Wer weiß. So, der Vater müsste da drin sein. In den Räumen war ich ja gerade drin. Da gibt's nichts. Das heißt, es lohnt sich jetzt nicht, die Tür aufzuschließen. Da wird nicht plötzlich was zu holen sein, nur weil ich die Tür aufschließe. Und wenn doch, dann ist mir das gerade ehrlich gesagt herzlich egal. So einen Unsinn mache ich nicht mit. So, hey Digga. Bin da, um dich zu retten. Ja, der Vater ist gerettet. Yay! Ab nach draußen, so schnell es geht. Ich glaube, es wäre eine blöde Idee, jetzt zur Wache da unten zu gehen, die da patrouilliert. Weil die erkennt mich zwar als, ja, als Offizier oder als Offiziellen, der hier sein darf, an, aber sie kennt wahrscheinlich auch den Gefangenen. Sie ist ja schließlich im Gefangenentrakt und bewacht mehr oder weniger den Gefangenentrakt. Das heißt, sie kennt wahrscheinlich den Gefangenen und würde entweder Alarm schlagen oder zumindest selber drauf losprügeln, wenn ich da jetzt mit dem Henry Jones plötzlich auftauche. Deswegen werde ich jetzt mit dem Henry nach draußen gehen. Puh, nämlich Vorder- oder den Hinterausgang. Beim Hinterausgang steht das Motorrad, beim Vorderausgang steht das Auto. Das ist allerdings unbesetzt und die gute Elsa. Wie ist das denn? Hier drüben, Moment, der Haupteingang ist doch auch da links, ne? Das heißt, Moment, die Elsa dürfte dann wohl mit einem Haufen Nazis beim Haupteingang stehen. Vielleicht ist es gar keine so gute Idee, aus dem Haupteingang rauszugehen. Egal, ich probiere es einfach mal aus. Werde vorher speichern, falls es schief geht. Dann werden wir ja sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn nicht, gibt es ja immer noch den Hinterausgang durch den Kamin. Und dann ist dieser Abschnitt, das Schloss Brunwald, hoffentlich endlich zu Ende. Wobei, wenn ich es mir überlege, ich glaube, das war der Raum mit dem geheimen Ausgang. Der führt ja auch nach da drüben. Das ist ja irgendwie komisch, weil das ja. Hä? Irgendwas ist da verdreht. Irgendwas ist da verdreht. Irgendwie ein Stockwerk oder. Draußen ist irgendwas komisch, irgendwas passt hier nicht ganz zusammen. Weil wenn ich mir den Grundriss so angucke von den Gängen und von den Räumen, dann müsste der Geheimausgang oder der Geheimausgang müsste in die gleiche Richtung gehen wie der Hauptausgang. Das tut er ja aber nicht, weil außen muss man ja außen rumlaufen.
So, es ist soweit. Ich werde den ersten Speicherstand überschreiben. Das dürfte halb so wild sein, weil ich zwischendurch das alles ein bisschen kopiert habe. Wie gesagt, ich habe zwei Computer. Ich habe es einfach zwischendurch auf den anderen rübergeschoben. Kann also zur Not im Fall der Fälle das Ganze wieder zurückkopieren, falls da irgendwas schief gehen sollte. Okay, da draußen sind 30 Soldaten. Ja, das habe ich befürchtet. Mit der Dr. Elsa Schneider. Ja, genau, links haben wir die Elsa gesehen und. Oder täusche ich mich da? Moment, das schaue ich mir nochmal genau an. Also hier, der Eingang führt nach links. Genau, nach links. Das heißt, links ist hier drüben. Hier drüben ist links. Hier drüben ist also die Seite des Haupteingangs oder Hauptausgangs. Und da ist lustigerweise auch der Kamin, der aber auf die Rückseite führt. Eine sehr interessante Geometrie, Topologie, wie auch immer. Wie Reisen mit leichtem Gepäck, genau. Achso, jetzt hat er wohl. Okay, er hat einen Passierschein noch. Den Krug hat er auch weggeworfen. Okay, so viel dazu, das klappt nicht. Er hat die Dieneruniform weggeworfen und er hat die Offiziersuniform weggeworfen. Na gut. Hier gibt es, glaube ich, noch das Motorrad und die Vorderseite des Schlosses. Ist das so eine gute Idee? Na, mal schauen. Sonst kann ich ja laden. Na, lieber nicht. Okay, dann eben nicht. Gut. Dann auf in die Motorrad. Benutze Motorrad. Es geht nach Iskenderun. Juhu! Ab geht die Post. Das ist aber nicht Iskenderun. Das ist Deutsch. Ein neuer Abschnitt. Ein neues Stück in die Geschichte. Ich glaube, hier speichere ich aber nochmal in einen neuen Spielstand, falls noch irgendwas anderes sein sollte auf dem Schloss, das ich übersehen habe. Hoffe ich nicht, weil ich mag das Schloss irgendwie nicht. Hat man vielleicht gemerkt. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann.